Ah, das ist voll ungewohnt, hier zu sitzen jetzt. Ja, komm, dann gehen wir rüber. Ist mir egal, wie du möchtest. Bleib da, bleib da. Mein Name ist Nico. Der HSV und Köln sind schon so gut wie abgestiegen. Marco Reus trifft schon wieder und Florian Müller brilliert bei seinem Debüt. Mein Name ist Flo. Nico ist leider verhindert, deshalb habe ich jetzt Benny hier. Hallo. Dank seiner Expertise können wir jetzt wundervoll alle Spiele nochmal begutachten. Wir fangen an mit Borussia Mönchengladbach gegen den SV Werder Bremen. 2:2 ist das Spiel ausgegangen. Und Gladbach ist immer noch irgendwie so ein bisschen in der Krise, oder? Ja, ist so eine Wundertüte, ne? Man geht mal so, aber insgesamt muss man sagen, schönes Freitagabendspiel, gab schon deutlich beschissenere. Ja. Hättest du von Bremen gedacht, dass sie das nochmal aufholen? Ja, Werder ist für mich kein Absteiger. Ich finde es gut, dass es bei denen klappt, aber die surfen auch immer so glatt an der Grenze zum Downfall. Also müssen sich schon mal ein bisschen bemühen, auch mal wieder 3 Punkte einzufahren, aber insgesamt ist für mich keine Mannschaft, die absteigen sollte. Ja. Doch, 14. ist der SV Werder Bremen jetzt sogar vor Wolfsburg noch. Na, guck. Fakt ist allerdings, Dennis Zakaria konnte das 7. Tor der Fohlen schießen in der Anfangsviertelstunde. Okay. Damit sind sie ligaweite Topspitze. Wir gehen weiter zum Spiel Schalke 04 gegen Hertha BSC 1:0. Benni, ja, wie ihr wisst, Schalke-Fan, ich Hertha-Fan. Und ich muss sagen, das war ein glücklicher Sieg für Schalke, oder? Ja, ich würde sagen, am Ende. Erste Halbzeit gut, zweite Halbzeit wie immer, dann am Ende wurde es ein bisschen wackelig. Aber insgesamt würde ich mal sagen, nicht unverdient gewonnen. Das Highlight fand ja allerdings auf den Rängen statt, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Da war ein Hertha-Fan ein bisschen außer Rand und Band und hat sich im, sagen wir mal, Taschenbillard gespielt. Ich muss sagen, das passt so ein bisschen zu Hertha, weil die spielen ganz gut, aber da passiert einfach nichts wirklich. Ja, ist ein bisschen fad, sagen wir es mal ja, so. Nico andererseits sagt immer, kann man ja auch sagen, dass Hertha vielleicht auch weite Teile der Saison über diesem Level gespielt hat und das vielleicht das normale Hertha-Level ist jetzt. Ja, also letzte Saison kann man das auf jeden Fall sagen, da haben die auf jeden Fall über Niveau gespielt. Ja. Jetzt hätte ich mir eigentlich schon ein bisschen mehr erhofft. Sind die Knappen denn schon auf Champions-League-Niveau? Auf keinen Fall. Die Schalker gehören eigentlich, wenn man realistisch ist, nicht in die Champions-League-Ränge, aber da alle Mannschaften genauso schlecht sind, sind sie derzeit halt die beste von den schlechtesten Verfolgermannschaften und das ist eine schöne Momentaufnahme. Kann man so stehen lassen. Ja. Fakt ist, erstmals in dieser Saison und erstmals unter Domenico Tedesco konnte man 3 Spiele in Folge gewinnen. Wolfsburg gegen Bayer Leverkusen. 1:2 ist das Spiel ausgegangen. Zweites Spiel von Labbadia, glaube ich. Ja. Direkt wieder verloren, also nicht wieder verloren, aber direkt mal verloren. Ja. Ein Punkt unter Labbadia, ist er bald wieder weg? Nö, also man muss ja sagen, Wolfsburg ist ja sehr schlecht und Leverkusen ist in dieser Saison sehr gut. Bruno, ich glaube, die rechnen einfach damit, dass er die so über die Ziellinie drückt, wie damals beim HSV. Aber insgesamt ist Wolfsburg auf jeden Fall ein Abschiedskandidat, was eine absolute Katastrophe ist bei dem Etat und den Spielern, die die haben. Das hätte ich echt auch vor der Saison eigentlich gar nicht gedacht. Nee. Bayer Leverkusen ist jetzt, muss ich kurz nochmal nachgucken, 5. Ja. Und mit gar nicht so viel Abstand, nämlich nur mit einem Punkt auf die Champions-League-Ränge, wäre Leverkusen denn fit für die Champions League? Eigentlich schon. Ich finde den Kader geil. Ich finde, die Mannschaft ist immer, die schaffen es immer, eine junge, schnelle Mannschaft auf den Rasen zu bringen. Heiko Herrlich mag ich irgendwie. So vom ganzen Spielansatz sind die für mich mehr Champions League als Schalke, weil sie deutlich offensiver sind. Und ich finde es gut. Fakt ist, nach dem 25. Spieltag steht Leverkusen jetzt bei 41 Punkten und 11 Siegen. So viele gab es in der letzten Saison nach der gesamten Saison. Oh, guck. Eintracht Frankfurt gegen Hannover 96. 1:0. Ich glaube sogar, die Frankfurt-Spieler haben gesagt, es war ein Scheißspiel von uns, aber wir haben gewonnen. Und das zeichnet eine gute Mannschaft aus, Scheißspiele zu gewinnen. Und das ist gelungen. Ich glaube mal, Hannover ist so einer der Gegner, wo jeder Mannschaft sich 3 Punkte ausmalt, aber die muss man auch erstmal holen. Dann genau, also nämlich, wir haben schon sehr, sehr oft gesagt, Hannover spielt gar nicht so schlecht, wie man denkt. Und die holen auch ihre Punkte. So sieht's aus. Gut. Denkst du, Frankfurt kann sich in der Champions League durchsetzen? Ich bete zum Himmel, nicht weil ich Frankfurt nicht mag, aber dass die nicht in der Champions League spielen. Weil folgender Grund. Es gibt immer Mannschaften, die so ganz weit oben spielen, dann plötzlich Champions League sind, dann scheitern die in der Qualifikation. Die gibt es ja nächste Saison, glaube ich, gar nicht mehr. Egal, kommen die halt in die Gruppenphase, kommen in der Saison unter die Räder. Nach der Saison werden die ihre besten Spieler abgeben. Sebastian Haller und all die Leute sind ja weg. Dann werden sie das Geld, das sie einnehmen, in viel zu teure, mittelmäßige Spieler ausgeben. Und dann ist Eintracht Frankfurt in 2 Jahren abgestiegen. Also ist für mich ein klassischer Kandidat, der bitte, bitte noch nicht in die Champions League soll. Zum Wohle des Vereins. Hannover war für mich vor der Saison der Absteiger Nummer 1. Das kommt zu meiner besonderen Beziehung zu André Breitenreiter und Horst Held. Das ist für mich das Chaos-Duo von Schalke 04 in den letzten Jahren war. Nee, hätte ich nicht erwartet. Also konstant gut, haben mit oben nichts zu tun, haben mit unten nichts zu tun, können vielleicht noch oben anklopfen. Jetzt müssen wir aber noch mal über Schiris reden. Oh. Denn
Vor dem Tor ist Marius Wolf, glaube ich, hat eine Ecke rausgeholt, die keine Ecke gewesen wäre. Hätte man da auch den Video Assistant Referee einsetzen können? Also wenn solche Situationen zu Toren führen, das ist ja dann blöd. Das ist blöd, aber ich glaube, wenn man das damit anfängt, dann wird es irgendwann ganz schwierig, weil dann kann man ja sagen, vor der Flanke war ein Einwurf, der keiner war, der wiederum ein Querpass war, der nicht hätte ankommen sollen. Und dann fängt man irgendwann an, jede Aktion dermaßen auseinanderzunehmen. Diesen Teufel-Videobeweis den Gefallen, wenn man ihn nicht noch weiter ausweitet und es noch komplizierter macht, als es ohnehin schon ist. Fakt ist, Frankfurt hat mit 42 Punkten nach 25 Spieltagen die beste Bilanz seit 1993-94. FC Augsburg gegen die TSG aus Hoffenheim. 0:2 ist das Spiel ausgegangen. Wie geht's jetzt weiter mit Nagelsmann? Jetzt haben sie mal ein Spiel gewonnen. Ja. Die Fans sind jetzt erstmal ein bisschen ruhiger. Aber was sagst du? Geht der jetzt nach England? Bleibt der noch bei Hoffenheim? Blablabla. Also, dass die Fans von Hoffenheim ein bisschen ruhiger sind, ist ja nicht so selten. Das mal als allererstes. ich glaube, er würde sich selber einen Gefallen tun, wenn er noch ein paar Jahre in der Bundesliga bleibt und mal lernt, wie das so ist mit Ups und Downs, anstatt jetzt irgendwie zu West Brom zu gehen und dann, ja. Und dann komplett runterzugehen. Ja. Augsburg, genau wie Hannover, eigentlich ziemlich krasse Leistungen in dieser Saison. Hätte auch Abstiegskandidat vorher, fand ich. Ja. Hätte man das gedacht? Also wie findest du die? Die machen es wie jede Saison. Ich finde, das ist eine der sympathischsten Mannschaften und Vereine der Liga. Die tun keinem weh, die sind immer nett, die kommen nicht nach oben. Also ja, manchmal vor allem Manuel Baum ist super sympathisch, finde ich. Ja, aber die ganze Mannschaft ist einfach so, das ist geschlossen und das zeigt, dass Teamsport dann vielleicht manchmal auch Einzelkönner überragt. Und dann man doch besser ist, als wenn man wie in Hamburg Millionen rausfeuert für irgendwelche Spieler, die dann doch nicht vom Ball treten können. Fakt ist, Julian Nagelsmann feierte seinen 32. Bundesliga-Sieg, holt damit den Rekord von Ralf Rangnick ein und konnte damit erstmals seit 4 Monaten wieder auswärts gewinnen. Und wir kommen zum wahrscheinlich schönsten Spiel des Spieltags, HSV gegen Mainz 05. Das war wirklich toll. 0:0 ist das Spiel ausgegangen und jetzt muss man fragen, ist der HSV jetzt nach diesem Spiel mit dieser Leistung endgültig abgestiegen? Also man soll niemals den HSV abschreiben, das haben wir jetzt über die letzten Jahre gelernt, aber jetzt war es das erste Mal so, dass selbst Spieler gesagt haben und auch der Trainer, wir haben uns das so vorgenommen, das war ein 19-Punkte-Spiel und das ging nicht und jetzt wird es langsam schwierig, also da geht so ein bisschen der Kopf runter. Wer soll ein Tor schießen beim HSV? Ich glaube, wenn sie wieder auf die Spur kommen oder mal wieder ein Tor schießen und mal einen Punkt holen und so, dann kann das durchaus noch spannend werden, aber da muss man erstmal jemand her, der ein Tor schießt und da sehe ich jetzt gerade keinen Kandidaten, der sich vorne anbietet. Mainz war aber irgendwie genauso schlecht, also nicht mal genauso schlecht, sondern vielleicht noch so ein bisschen schlechter sogar als der HSV. Hätte man den nach den letzten Leistungen, zum Beispiel gegen Berlin, eigentlich nicht erwartet, oder? Ja, ich meine, die stehen ja nicht umsonst da unten drin, ne? Diesmal haben die so gezeigt, die haben einfach gar nichts gemacht, weil sie dachten, die Hamburger sind so nervös, die hauen sich wahrscheinlich am Ende noch selber einen rein, was ja nicht die verkehrteste Taktik ist in Hamburg. Ja. Aber das war gar nichts, aber die kämpfen halt auch ums Überleben. Und jetzt mit dem Unentschieden hält man sich die wenigstens weiter weg. Genau, und man hat einen Keeper, den man jetzt feiern kann, mal eine neue Figur, die da auftaucht, die ein bisschen Feuer unterm Hintern macht, dieser Florian Müller, überragendes Spiel. Das wäre richtig cool, vor allem für Florian Müller, weil hat einen coolen Vornamen, erstens, und zweitens, hat überragend super gehalten. Super Nachnamen, voll selten. Ja, Fakt ist allerdings, erstmals in der Saison spielte Mainz 05 0:0. Das letzte Mal war es gegen wen? Lass mich raten, den HSV. Richtig, am 32. Spieltag der letzten Saison. Guck. RB Leipzig gegen die BVB, 1:1 ist ausgegangen. Reus empfiehlt sich weiter für die WM, trifft wieder. Absolut. Aber Batshuayi geht momentan irgendwie ein bisschen unter in den letzten 2, 3, 4 Spielen. Ja, das war doch klar. Ich meine, wer so einen Start hinlegt und schon der Topseller bei den Trikotverkäufen ist und alle wollen den plötzlich kaufen für 70 Millionen, da muss man nochmal ganz vorsichtig sein. Und da, ich glaube, das wird sich auch noch regulieren. Der ist nicht der Superstürmer, der er ist, sonst hätte er bei Chelsea auch mehr gespielt. Wir kommen zu RB Leipzig. Das auch ein bisschen traurig ist, nämlich die haben irgendwie nicht mehr den gleichen Glanz wie in der ersten Saison in der Bundesliga, oder? Die Dose schimmert ein bisschen matt, sagt man. Ne? Ein bisschen lang im Regen, ein bisschen drauf rumgebeult. Dose stand offen, Kohlensäure ist raus. Genau, es schmeckt eben jetzt noch abgestandener, als es sowieso im Original schon geschmeckt hätte. Also ja, es ist halt eine. Also sie sind immer noch vorne mit dabei, muss man sagen, aber es ist halt eine richtig mittelmäßig bescheidene Saison für RB. Ja. Die haben sich sicher anders ausgemalt und. Die Transfers haben auch nicht so richtig eingeschlagen. Dieser Augustin, der trifft ja wenigstens, aber sonst, die werden nächste Saison Cater verlieren.
Da müssen sie dann auch erstmal in Salzburg jemanden finden, der den ersetzen kann. Ja. Fakt ist, durch sein Tor gegen RB Leipzig konnte Marco Reus jetzt gegen alle aktuellen Bundesligisten treffen. Selbst auch gegen Dortmund. Gegen Dortmund, ja, genau. Fantastisch. Das vorletzte Spiel, Köln gegen den VfB Stuttgart. Und das war ein Spiel, wo man sagen kann, boah, war das ein Spiel. Boah, war das ein Spiel. Horn patzt nicht nur einmal, sondern zweimal, steht beim zweiten Gegentor auch falsch. Was würdest du ihm sagen, also generell, was würdest du einem Torwart sagen, wenn er so einen Bock schießt und du neben ihm stehst als Spieler, als aus der eigenen Mannschaft, was würdest du dem sagen? Scheiß drauf. Ja. Ich meine, der hat schon dem so viele Punkte gerettet, auch in der letzten Saison und wahrscheinlich auch sogar in dieser Saison, dass man dem auch einen Fehler zugestehen muss und auch 2 und auch 5 und auch 10. Also Gomez trifft doppelt und Pizarro trifft auch. Gomez und Pizarro treffen in einem Spiel, sind wir wieder in den 2000ern. Eine große Zeit. Ich bin wieder 19, alles ist wieder toll. Ich habe eine schicke Frisur, 10 Kilo weniger. Also das ist mein Jahrzehnt. Du hast ja auch einen schönen Fakt für Pizarro. Ja, Pizarro hat seit 20 Jahren in der Bundesliga in jeder Saison getroffen. Fakt ist, Claudio Pizarro ist mit seinem Tor der viertälteste Bundesliga-Torschütze nach den Bremern Voteva und Burgsmüller und Morten Olsen ebenfalls Kölner. Musste ich korrigieren, Voteva, nicht Voteva. Voteva, ja, ich habe es mir sogar aufgeschrieben, ich kann ja einfach nicht lesen. Voteva, schönste Schnäuzer der Bundesliga-Geschichte, könnt ihr immer googeln. Und wir kommen zum letzten Spiel, SC Freiburg gegen den FC Bayern München. 0-4, wer hätte es gedacht, der FC Bayern rennt über den SC Freiburg drüber, aber ohne Lewandowski. Der sitzt auf der Bank. Ist es ein Zeichen, dass er geht oder einfach nur Schonung? Es ist ein Zeichen, dass er sich ausruht. Also er wird gehen, das glaube ich schon. Aber das lag jetzt nicht daran, dass er jetzt auf der Bank gesessen hat, sondern dass es jetzt das große Cash zu verdienen gibt im Ausland. Alles klar. Ja. Gut. Hast du einen Tipp? Real, Man City, irgendwas, bla bla bla. Real. Real. Ja. Legen wir uns fest. Man City wird er sich nicht antun. Ja, obwohl die gar nicht so schlecht sind, ja, gerade habe ich gehört. Ich weiß nicht genau. Brauchen die nicht. Müller, König der Kacktore und Kackvorlagen. Hast du die Tore gesehen? Die waren. Ich kann sie mir vorstellen. Gut. Vorlage auch sehr, sehr kurios, komisch. Ich will einfach gar nicht mehr drüber reden. Müller, wie kann so ein Starspieler so wenig drauf haben? Er hat Dinge drauf, die man, glaube ich, nicht sieht. Das ist es, glaube ich. Man sagt ja immer, er ist der Raumdeuter. Das heißt, erstmal nervt er die Gegenspieler ganz schön doll. Müller, wir lieben dich. Fakt ist, Sandro Wagner hat ja auch getroffen. Der erzielte alle seine 39 Bundesliga-Tore. Der hat schon 39 Bundesliga-Tore, der Typ. Gut, der spielt ja schon seit 10 Jahren in der Bundesliga. Ja, ist egal. Auf jeden Fall alle seine 39 Bundesliga-Tore von innerhalb des Strafraums. Und in diesem Spiel schoss er 6-mal aufs Tor, einmal mehr als die komplette Freiburger Mannschaft. Das war's dann für heute. Vielen Dank, Benni. Vielen Dank, Flo. Dankeschön. Nächste Woche ist hoffentlich Nico wieder da. Wünsche ihm mal alles Gute in den Kommentaren. Der ist nämlich ein bisschen krank. Alles und ansonsten war's es für heute. Checkt in der Videobeschreibung die OneFootball-App aus und ladet sie runter, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und abonniert den Kanal. Ansonsten, wenn du nichts mehr zu sagen hast, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.